Hey, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einem erneuten Vlog von mir. Heute gibt es mal, beziehungsweise für mich morgen, für euch übermorgen, für euch heute jetzt doch im Endeffekt, gibt es ein sehr, sehr cooles Video, denke ich mal. Und zwar ist das hier gerade der Auftakt zum Heidepark-Vlog. Wer den Heidepark nicht kennt, ist einer der größten Freizeitparks in Deutschland. Ich glaube, Norddeutschlands größter. Ich weiß nicht, ob der Hansapark größer ist. Ich weiß gar nicht, ob der Norddeutschland ist. Müsste aber eigentlich wegen der Hanse. Ich habe aber keine Ahnung. Auf jeden Fall fahren wir morgen in den Heidepark mit ein paar Freunden und ich werde euch dahin mitnehmen. Ich werde ein paar Sachen filmen, wie ein paar Achterbahnen fahren und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig nice, denke ich mal. Wird auch richtig geil. Ich hoffe, das Wetter wird einigermaßen gut. Heute war es nicht so nice. Jetzt erstmal schlafen angesagt. 7 Stunden habe ich noch. Und Leute, die will ich auch ganz ehrlich heute mal ausnutzen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich sehe irgendwie gleich aus, ich weiß, aber es ist tatsächlich der nächste Morgen. Ich muss wohl auch irgendwie fertig sein, weil das waren jetzt irgendwie 6 Stunden Schlaf oder sowas. Und das bin ich ja nicht mehr gewohnt jetzt, wenn ich aus der Schule raus bin. Aber gut, ich mache mich jetzt mal fertig. So, da sind wir. Mittlerweile bei Simon angekommen. Wir fahren gleich los. Es ist ein richtig beschissenes Wetter angesagt und es wird trotzdem lustig werden. Wir sehen uns da. Freunde, wir sind angekommen im Heidepark. Wir sind jetzt da und das erste, was wir jetzt machen, ist natürlich die Sanitäreinrichtung aufsuchen. Und danach geht es auch schon los. Ich habe einen Parkplan. Bin sehr gespannt, wie das Ganze heute hier werden wird. Wetter geht einigermaßen. Mal sehen. So, Kollegen, wir sind aus Krak wieder raus, wir haben es überlebt, das ist ja logisch. Das Ding ist, wir durften nicht filmen, also ich durfte nicht filmen vor allem, was ein bisschen blöd war, aber gut, sowas passiert. Wir gehen jetzt zum Flug der Dämonen und dann sehen wir uns danach wieder. So, wir haben es geschafft, wir sind durch Flug der Dämonen auch durch. Ich bin übrigens sehr überrascht, dass Simon, hier guck mal seine Größe neben mir, dass Simon mitfahren durfte. Eigentlich ist er zu groß. Einer vor uns wurde rausgeholt, aber gut, wir durften mitfahren. Und jetzt gehen wir zu Limit. Oh, mal sehen, wie das wird. Scream fährt leider nicht. So, neben Scream fährt auch Limit nicht. Also zwei der besten... Da liegt wer. Oh Gott. Oh Gott, er stirbt bestimmt. Also zwei der besten Fahrgeschäfte fahren nicht. Das heißt, wir gehen jetzt zu Desert Race. Im Regenponcho geht es zum Rafting. Wupp, wupp. Richtig nice. Ich werde gefilmt, wie ich filme. Das fühlt sich komisch an. Soll ich das nochmal wiederholen hier? Guck mal hier. Ui. Wahnsinn, ja. Das wird bestimmt spannend. Leute, das ist nicht gut. Oh, fuck! Übrigens,
Leute. Wir durften eine halbe Stunde am Kolossus stehen, weil der aufgrund des Wetters ausgesetzt ist. Erst waren die Zusatzbremsen kaputt. Dann durften wir da stehen, weil Wetter war zu scheiße und hier konnten wir im Regen nicht fahren. Und mittlerweile ist gutes Wetter. Also, Medium. Standpunkt, der rote Punkt, wo ist der rote Punkt? Nee, nicht da ist er, da ist er, da ist der rote Punkt. Das ist unser Standort. Wir wollen jetzt noch zur Wurststation am Limit. Nein, okay, wir wollen eigentlich noch zum Flug der Dämonen als letztes. Ja, da. Zum Big Loop, der müsste da sein, genau da, das kleine Ding. Und zur Schiffsschau können wir am Ende noch gehen, die ist da vorne. Bounty, geil. So, ansonsten bisher ein relativ entspannter Tag. Haben eigentlich jetzt noch nicht so extrem viel gemacht, sind aber immerhin dreimal mit der Wildwasserbahn gefahren, die ihr gesehen habt. Und jetzt schauen wir, was läuft. Lass uns eventuell abkühlen vom Big Loop, also vor dem Big Loop, in der Krake. Und dann läuft es. So, Freunde, wir sind mittlerweile fast fertig mit unserem Ausflug in den Heidepark. Es ist mittlerweile 16 Uhr irgendwas und wir werden gleich Schiffschaukel fahren und dann nach Hause fahren. Oder zu KFC, mal sehen. Und ich melde mich dann nochmal, sobald wir aus der Schiffschaukel wieder raus sind. So Leute, wir befinden uns auf dem Rückweg von Soltau nach Hildesheim bzw. Laatzen, denn wir fahren zu KFC. Es regnet mittlerweile wieder, das heißt, wir haben das gute Wetter gerade so noch mitgenommen und jetzt ist wieder Scheißwetter, aber wir sitzen im Auto und da ist es nicht so schlimm. Vielleicht melden wir KFC nochmal wieder, ansonsten war es das und sonst seht ihr jetzt hier einen Cut. Mittlerweile sind wir auf dem Weg nach Hause und wir haben bei KFC gegessen. Wir haben ja noch den Eimer vom Fahrer quasi. Den Eimer vom Eimer so gesehen. Und sind jetzt auf dem Heimweg. Das war es dann auch quasi schon von dem Heidepark-Vlog. Ich weiß leider Gottes, ich habe nichts aus den Fahrgeschäften gefilmt. Es ging halt nun mal einfach nicht. Ich hätte es gerne getan, aber es war halt einmal zu regnerisch, zweimal ein bisschen zu dreist. Ich meine, wir wurden sowieso schon quasi angemault, weil jemand sein Handy rausgeholt hat. Ich will jetzt nicht erwähnen, wer das war. Aber ich denke mal trotzdem, das Video hat euch gefallen, hoffe ich zumindest. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Vlog wieder oder beim nächsten Video allgemein. Bis dann, haut rein und ciao.